Ja, hi, ich bin Maria Clara Groppler. Ich muss sagen, ich finde meinen Nachnamen Groppler auch nicht so schön. Wirklich niemand denkt bei Groppler an was Schönes. Ja, selbst meine iPhone-Autokorrektur macht aus Groppler grippaler Effekt. Aber meine Mutter, die hat es noch schlimmer als ich, die heißt Grit Groppler. Ja, wirklich. Und ich habe mal meine Oma gefragt, warum sie so genannt hat. Und sie meinte dann, dass sie dachte, dass meine Mutter ja eh früh heiraten wird. Sie hat meine Mutter Grit Groppler genannt, um früh Druck aufzubauen. Deswegen hat meine Mutter mich auch Maria genannt, weil sie war so, du bleibst für immer Jungfrau. Ich war so, okay, dann bekommst du auch für immer keine Enkel. Und Gott war so, okay, dann brauchst du auch für immer keine Brüste. Ich habe dann auch mal den Namen Groppler gegoogelt und ich habe dann rausgefunden, dass es den Namen tatsächlich auch als Vornamen gibt. Und seitdem möchte ich unbedingt ein Kind haben. Ja. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal jemand heirate, der Reiter mit Nachnamen heißt. Und dann heißt meine Tochter einfach Groppler, Groppler, Reiter. Als ich das so gegoogelt habe, bin ich auf so eine Website gestoßen mit so Namen, die es durch Standesamt geschafft haben und Namen, die es nicht geschafft haben. Ja? Nicht geschafft hat es zum Beispiel der Name Pepsi-Cola. Geschafft hat es der Name Pepsi Carola. Außerdem geschafft hat es der Name Matt-Igel. Und der Name Triumph. Und ich frage mich so, wer nennt sein Kind Triumph, oder? Ja, also ist mein Kind Triumph. Das ist Sieg und das ist Heil, ja. Das kann man richtig gut rufen. Ich sag Sieg, ihr sagt? Nein. Das war ein Test. Das war ein Test. Ja. Letztens, ich bin in Chemnitz aufgetreten, alle haben mitgemacht. Ich bin tatsächlich wirklich nach der Jungfrau Maria benannt, aber ich persönlich muss sagen, ich finde so die ganze Maria- und Josef-Geschichte, die ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, oder? So Maria, sie war so in ihren Wehen und Josef bringt sie in den Stall. Ich bin mir sicher, Maria war so, warum liegt hier Stroh? Und warum hat der Esel eine Maske auf? Was ist hier los, ja? Ich glaube, so heutzutage würde die Geschichte ganz anders erzählt werden. Ne? Ich glaube, es wäre so eine Story bei Familien im Brennpunkt. Ne, so, Maria Chantal ist 14 und schwanger. Sie sagt, sie wäre Jungfrau. Jeremy, Josef und seine 10 Brüder sind da anderer Meinung. Aber sie sagt, es ist von Gott. Und mit Gott meint sie Gottfried aus dem 5. Und die heiligen 3 Könige sind das Jugendamt, der Gerichtsvollzieher und Peter Zwegert. Ich war mal mit einem Josef zusammen, wirklich war ich ja mit einem Josef zusammen. Ja, ich schwöre auf Gottfried. Und ich habe ihn sehr geliebt und ich wollte auch unbedingt ein Kind von ihm haben. Einfach, um das dann Jesus zu nennen und Leute so richtig abzufacken, ne? So zum Beispiel so an einem Flughafenschalter, so, okay, Maria, Josef. Nicht Ihr Ernst? Haben Sie Ihr Kind wirklich Hurensohn genannt? Ja, ich hätte gerne irgendwann mal Kinder, aber ich habe wirklich sehr große Angst vor der Geburt. Und ich glaube, wenn ich irgendwann ein Kind gebären soll, dann würde ich auf jeden Fall wollen, dass mein Mann bei der Geburt dabei ist, einfach damit ich ihm die Schmerzen der Geburt dann immer vorhalten kann. Ne, so, ah, okay, du willst dich den Müll runterbringen, weil das zu anstrengend ist. Weißt du, was auch anstrengend war? Die Geburt deines Kindes. Ich lag 36 Stunden in den Wehen. Also ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ich 36 Stunden in den Wehen liegen werde, aber ich werde es natürlich versuchen, so weit wie möglich rauszuzögern. Ja. Bei 3 Stunden kannst du nichts vorhalten, ja? Und die Hebamme sagt, pressen. Nein, nicht zusammenpressen, rauspressen. Ich bin so, nein, nein, nur noch 3 Stunden, dann muss ich nie wieder Fußball mit ihm schauen. Ich werde googeln, was der Weltrekord ist und ich werde versuchen, ihn zu brechen, ja. Ich trage so ein Fitnessstürmband, Eye of the Tiger läuft, bam,
Bam, bam, bam. Meine Trainerin kommt rein, gibt mir einen Klaps auf die Muschi. Nicht schlapp machen. Ja. Aktuell habe ich leider noch keinen Mann, aber ich habe einen Freund. Oh, danke schön. Ja, ich habe ihn einfach überzeugt mit meinem Charakter. Ja. Also so heißen meine Brüste Karak und Teer. Nein, Spaß. Er steht einfach auf liebevolle, aufrichtige Frauen und hat da für mich extra mal eine Ausnahme gemacht, ja. Ich muss sagen, ich habe mir insgeheim auch immer so eine Märchenbeziehung gewünscht. Obwohl eigentlich nicht eine Märchenbeziehung, weil ich habe da mal so drüber nachgedacht, dass mir aufgefallen, Märchenbeziehungen sind oft ziemlich schrecklich. Stellt euch mal vor, ihr liegt 100 Jahre lang im Koma und dann werdet ihr geweckt von einem fremden, sabbernden Typen, der euch irgendwie so abknutscht, wie in so einer Kussszene wie aus Bauer sucht Frau. So. Und ihr werdet so wach und du bist so, what the fuck, wer bist du? Und er so, na, pssst. Wir heiraten jetzt erstmal. Aber keine Sorge, ich bin auch ein Prinz. Prinz Markus von Anhalt. Alter. Früher wollte ich immer einen Prinzen haben. Das ist mir aber aufgefallen, diese ganzen Märchenprinzen sind voll die Psychos, oder? In Aschenputtel will der Prinz von jeder Frau im ganzen Land die Füße sehen. Klingt für mich nach einem klaren Fußfetischisten, oder? Und anscheinend hat auch keine Frau im ganzen Land dieselbe Schuhgröße wie das Aschenputtel. Was hatte sie? 49,5? Also entweder war sie ein Hobbit oder sie hatte einfach nur so einen Stumpf. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Party, ja, und ihr verliert so euren Schuh. Und dann findet ihr irgend so einen Jürgen und ist so... Diese Frau muss ich finden. Und dann irgendwann klingelt so bei euch an der Tür und dann steht da Jürgen. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne Ihre Füße sehen. Und du bist so, 50 Euro. 100, wenn du dann lecken willst. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Maria Clara. Dankeschön. Maria Clara Klopplau. Hervorragend. Ja, sie muss jetzt natürlich nach Hause, ganz klar, für die Aftershow-Party ist sie noch zu jung. Die Kropplon. Die Kropplon müsste heim. Ja,